Katholisch 1TV, heute unter anderem mit diesen Themen. Am Ende des Lebens, was bedeutet das Recht auf selbstbestimmtes Sterben? In einem fernen Land, Bischof Bertram Mayer in Abu Dhabi. Und das Fest der Liebe, Ausblick auf den Valentinstag. Grüß Gott und herzlich willkommen. Mit Sterbehilfe Geld verdienen, das ist in Deutschland nicht verboten. Denn selbstbestimmtes Sterben ist ein Grundrecht. So zumindest entschied es das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2020. Zugleich soll der Gesetzgeber nun aber verhindern, dass dieses Recht missbraucht wird, etwa aus wirtschaftlichen Interessen. Eine schwierige und komplexe Lage. Bei einem Themenabend im Augsburger Haus St. Ulrich ging es um dieses Dilemma. Vielmehr aber um menschenwürdige Alternativen zum assistierten Suizid. Wir werden alle einmal sterben. Die Frage ist nur, wie? 2/3 von uns werden dann im Krankenhaus sein. Der Gesetzgeber will in den nächsten Wochen über ein Gesetz entscheiden, das den assistierten Suizid regelt. Auf Einladung des Akademischen Forums wurde darüber diskutiert, nach einführenden Vorträgen von Weihbischof Anton Losinger und Claudia Bausewein, der Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Es dreht sich alles um das grundsätzliche Dilemma zwischen einem Grundrecht auf freie Entscheidung für oder gegen einen selbstbestimmten Tod und den Grundwerten unserer Gesellschaft, die den Schutz jedes einzelnen Menschen gewährleisten sollen. Ich habe immer wieder Situationen erlebt, wo Leute gesagt haben, das geht irgendwie nicht weiter, ich kann das nicht aushalten. Und dann erleben wir sehr häufig, dass schon das Zuhören, das drüber sprechen und das ernst genommen werden, unheimlich viel an Druck rausnimmt. Und sich dann darum zu kümmern und zu sagen, wo können wir sie unterstützen? Und viele dieser Sterbewünsche, diese Suizidwünsche treten dann ganz deutlich in den Hintergrund. Es geht ganz vielen Menschen darum, die Entscheidungen selbst in der Hand zu haben und zu behalten. Und da fehlt auch manchmal schlicht die Information. Weil viele Menschen meinen, sie sind am Schluss der Medizin ausgeliefert, sie müssen an Schläuchen sterben, sie müssen auf die Intensivstation, wenn sie das gar nicht wollen. Und viele Leute verstehen gar nicht, dass zu jeder medizinischen Maßnahme immer ihre Einwilligung notwendig ist. Und wenn sie die nicht geben, dann ist es Körperverletzung. Das heißt, wir haben hier auch einen großen Spielraum und können nicht Menschen gegen ihren Willen am Leben erhalten oder behandeln. Das Dilemma für unsere Gesellschaft wird bleiben. Die Frage, welche Gesellschaft wir sein wollen, wird nicht einfach oder vielleicht auch gar nicht zu lösen sein. Wer soll denn jetzt entscheiden, wann ein Leben zu Ende gehen darf oder soll? Jeder Mensch selbst, ein Arzt, die Angehörigen oder sollte es überhaupt nicht von uns Menschen entschieden werden? Gar nicht so einfach. Im Anschluss an die eben gezeigte Veranstaltung hat meine Kollegin Christine Appelt mit Weihbischof Anton Losinger das Thema noch einmal vertieft. Herr Weihbischof, können Sie sich eine Situation vorstellen, in der ein Mensch selbstbestimmt und frei entscheiden darf und kann, dass er nicht mehr leben möchte? Ist das für Sie als Christ, als Weihbischof denkbar? Das Bundesverfassungsgericht hat ja im Februar 2020 die bisherige Verbotssituation des assistierten Suizids beseitigt und die Frage der assistierten Selbsttötung frei geöffnet. Seither wird es viele Situationen geben, die denkbar sind, wo Menschen sich für einen solchen assistierten Suizid entscheiden. Aber mein Bedenken ist das Wort frei. Ich kann mir persönlich keinen Wunsch zu einem assistierten Suizid vorstellen, wo ein Mensch vollständig ohne Zwang, ohne Krankheit, ohne Druck von außen oder ohne soziale oder psychische Not das tut. Deswegen trete ich dafür ein, dass der Gesetzgeber sich auch um eine klare Schutzposition für solche Menschen bemühen muss. Da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Was erwarten Sie sich jetzt von dem neuen Gesetz, das da ja noch im ersten Quartal kommen soll? Es gibt 3 Gesetzesentwürfe. Haben Sie Hoffnung, dass dem Schutz genügend Rechnung getragen wird? Die 3 Entwürfe, die wir haben, von denen man wahrscheinlich auch eine Koalitionssituation der 2 Liberalen erwarten darf, genügt dem, was ich mir vorstelle, nicht. Vor allem, weil die Frage des Freiheitsbegriffs nicht genügend reflektiert ist, weil ich meine, dass eine superliberale Situation Menschen in eine Lage bringt, in der sie mit ihren Ängsten und Sorgen nicht respektiert sind. Ich glaube, dass diese Situation möglicherweise noch einmal vor dem Bundesverfassungsgericht landet.
Bei der anschließenden Diskussion heute hat eine Dame Viktor Frankl zitiert und ja auch gesagt, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt jedes Wie. Ist das auch die Frage für den Christen, wo bleibt Gott in dieser ganzen Diskussion? Wenn ein Christ diese innere Disposition hat und wenn er auch in schwierigen Lagen immer noch daran festhalten kann, dass es einen Willen Gottes auch über mein Leben gibt, dann kann man ihm nur gratulieren und kann jeder Seelsorger sagen, das ist das Beste, was einem begegnen kann. Aber wir kennen auch andere Situationen, dass Menschen gravierend verzweifelt sind, dass sie unter schweren Depressionen etwa leiden und sich nicht mehr auskennen. Dort brauchen wir neue Instrumente, um diesen Menschen zu helfen. Ich würde sagen, erstens muss jede Gesellschaft, zu der ja solche Menschen gehören und wo auch ein soziales Netz besteht, sich darüber klar sein, welche Verantwortung trage ich für einen anderen Menschen. Denn überall dort, wo Suizide begangen werden, ist es ja niemals nur eine individuelle Sache. Es betrifft ein ganzes Dorf. Es betrifft sogar den Lokführer, dem es widerfährt. Herr Weihbischof, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Wussten Sie, dass es eine Moschee gibt, die nach der Gottesmutter Maria benannt ist? Die Maria-Mutter-Jesu-Moschee steht mitten in Abu Dhabi, direkt neben der katholischen Kathedrale. Dass es auch auf der arabischen Halbinsel hoffnungsvolle Ansätze gibt für das Miteinander zwischen Moslems und Christen, hat jetzt der Augsburger Bischof Bertram Mayer mit eigenen Augen beobachten können. Als Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz hat er an einem außergewöhnlichen interreligiösen Gipfeltreffen teilgenommen. Abu Dhabi, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Hier hat Papst Franziskus vor 4 Jahren mit dem Großimam Ahmed Al-Tayeb ein wegweisendes Dokument über die Geschwisterlichkeit zwischen Christen und Muslimen unterzeichnet. Daran erinnerte der Human Fraternity Summit, ein internationales interreligiöses Gipfeltreffen, das am Montag in Abu Dhabi abgehalten wurde. Als Hauptredner dabei Bertram Mayer, der als Weltkirchenbischof der Deutschen Bischofskonferenz eingeladen war. Vor einem prominenten Auditorium, unter anderem dabei auch der indische Friedensnobelpreisträger Kailash Satyarthi, bezeichnete der Bischof Geschwisterlichkeit als Überlebensfrage der Menschheit, eine Botschaft, die ankam. Zunächst mal freue ich mich riesig, dass sehr, sehr viele Menschen sehr aufmerksam der Rede zugehört haben. Ich schaue auch immer ein bisschen auf die Atmosphäre im Saal. Das war ganz, ganz hoch. Auch als Fremder war ich nicht nur Ehrengast, sondern bin angenommen worden. Bischof Bertram Mayer hat direkt gesprochen nach dem Toleranzminister und seine Rede war sehr bewegend. Die war einladend zu mehr Toleranz, mehr Gespräche, mehr Dialog miteinander. Und das ist das, was wir heutzutage brauchen. Und so war der Augsburger Bischof in Abu Dhabi ein gefragter Gesprächspartner. Die sunnitische Mehrheit im Land zeigt sich am Dialog interessiert und gleichzeitig präsentiert sie stolz und prunkvoll ihren Glauben. Die Sheikh Zayed Moschee, erst vor 16 Jahren fertig gebaut, ist die größte in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Hier können gleichzeitig mehr als 50.000 Menschen beten und im Ramadan kommen auch so viele. Der Teppich in der großen Gebetshalle ist der größte handgeknüpfte Teppich der Welt, entstanden in 2 Jahren durch die Hände von 1200 Weberinnen. Und unter der Kuppel der größte Kronleuchter der Welt, 12 Tonnen schwer, so viel wie ein Sattelschlepper. Das zieht täglich tausende Touristen an. Außerhalb der Gebetszeiten kann die Moschee jeder besuchen. Und neben dem Prunk ist die Botschaft klar und positiv: Toleranz. Hier ist Architektur Psychologie geworden, aber auch Wertevermittlung. Deshalb ist die Toleranzmoschee ein Programm und diese Toleranz wird einzulösen sein. Aber dafür gibt es ja auch hier diese verschiedenen Dialogplattformen in Abu Dhabi und weit darüber hinaus. Und Gespräche gab es viele in diesen Tagen, mit der kenianischen Frauenrechtlerin Mama Shamsa zum Beispiel, mit dem Toleranzminister der Emirate, mit Abdassamad El-Yazidi vom Zentralrat der Muslime, mit dem Generalsekretär des muslimischen Ältestenrats und mit dem Scheich von Bahrain. Ein interreligiöser Dialog, bei dem die Chemie offenbar stimmte.
Aber natürlich stand auch das Leben der Christen in den Emiraten im Fokus des Bischofs. Die Regierung erlaubt den Katholiken, fast ausnahmslos Arbeitsmigranten aus Indien, Pakistan oder von den Philippinen, ihren Glauben zu praktizieren. Und so werden auf dem Gelände der katholischen Kirche in Abu Dhabi an jedem Wochenende rund 30 Gottesdienste gefeiert. Und die Kirche ist immer voll. Das war lebendiger Gottesdienst, ohne viel Schnickschnack, aber das war ein Worship-Gottesdienst, Gott zu loben und zu preisen, dafür sind wir da. Und deshalb habe ich heiden Respekt vor den Menschen hier, die ihr Christsein hier pflegen, obwohl das nicht einfach ist. Schon am Vortag hatte der Augsburger Bischof gemeinsam mit Bischof Paolo Martinelli, dem apostolischen Vikar für Südarabien, die Heilige Messe gefeiert. Auch er ist immer noch begeistert vom kraftvollen christlichen Leben seiner Gemeinde. Für mich war das auch eine große Überraschung, als ich hierher kam. Ich bin ja selbst erst einige Monate da. Eine Überraschung zu sehen, wie viele Menschen zur Messe kommen. Nicht nur Sonntag, sondern auch an den Werktagen unter der Woche. Die Menschen sind einfach froh, hier zusammenzukommen und die Eucharistie zu feiern, was ja die Basis für unseren Glauben ist. Und ich glaube, das könnte auch ein gutes Beispiel sein für die anderen kirchlichen Gemeinden überall in der Welt. Am Ende standen viele neue Kontakte und der Eindruck, dass ein Dialog zwischen den Religionen gelingen kann. Es ist ganz wichtig, hierher nach Abu Dhabi gefahren zu sein, auf den Spuren von Papst Franziskus, der vor 4 Jahren da war und ein großes Dokument unterschrieben hat, wo es um die Geschwisterlichkeit geht. Somit ist der 4. Februar und die Tage drumherum sind Tage der Geschwisterlichkeit. Und als solches bin ich hierher gefahren, das ist Ehrensache, auch als Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz, um mich für interreligiösen Dialog einzusetzen und eben daran zu denken, dass alle Menschen hier auf dieser Erde Brüder und Schwestern füreinander sind, über alle kulturellen und religiösen Schranken hinaus. Ein hochinteressantes Gesprächsforum in Abu Dhabi und wohl für alle Seiten ein wichtiger Schritt auf dem Pfad der Toleranz. Was in dieser Woche sonst noch wichtig war, sehen Sie jetzt. Hier sind unsere Kurznachrichten. Nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien mit tausenden Toten und Verletzten gibt es Unterstützung von vielen Seiten. Auch aus dem Bistum Augsburg engagieren sich Menschen und Institutionen. Es gelte jetzt so schnell wie möglich zu helfen, so die Caritas Augsburg. Spenden würden direkt und zu 100% an das internationale Hilfswerk weitergeleitet. Auch der Malteser Hilfsdienst und die Johanniter Unfallhilfe rufen zu Spenden auf. Das katholische Hilfswerk Miserior stellt 100.000 Euro Soforthilfe zur Verfügung, Missio München 50.000 Euro. Besonders die Hilfen für die syrische Bevölkerung gestalten sich schwierig, da die westlichen Sanktionen gegen das Land bisher noch nicht aufgehoben wurden, obwohl das von christlichen Kirchen und Hilfsorganisationen gefordert wird. Den christlichen Glauben vertiefend kennenlernen, das ist das Ziel von Theologie im Fernkurs, einem Fernstudium der Katholischen Akademie Domschule in Würzburg, das in Zusammenarbeit mit der Diözese Augsburg angeboten wird. Theologie im Fernkurs richtet sich an alle Frauen und Männer, die sich vertieft mit christlichen Glaubensfragen auseinandersetzen möchten und sich für theologische Themen interessieren. Dazu veranstaltet das Bischöfliche Ordinariat in Augsburg am Samstag, den 4. März von 14 bis 17 Uhr einen Infotag, bei dem die verschiedenen Studienangebote und die anschließenden Berufsmöglichkeiten vorgestellt werden. Eine Anmeldung zu diesem Infotag ist bis zum 24. Februar möglich. Der Fachbereich Kirche und Umwelt und die Ehe- und Familienseelsorge des Bistums beteiligen sich zum ersten Mal an der Kartoffelaktion, einer bistumsübergreifenden ökumenischen Aktion mit dem Ziel, die Vielfalt der Kartoffel bekannter zu machen und deren biologische Vielfalt zu schützen. Insgesamt werden 450 Kartoffelsets mit jeweils 5 verschiedenen alten Sorten zur Verfügung gestellt. Außerdem gibt es für Schulen und Kitas noch 50 Doppelsets mit jeweils 10 Kartoffeln.
Über allem steht die Schöpfung, weil wir ja merken, wenn wir im Supermarkt sind, dann gibt es halt nur diese Standardmarken und diese alten Sorten, die es gibt, die sind in Vergessenheit geraten. Und das geht's, darum geht es eigentlich darum, diese Vielfalt, die es gibt, auch Geschmacksrichtungen, selbst bis zu den Farben von den Kartoffeln, dass wir das mal in Erinnerung bringen und dass man es auch ausprobieren kann, ob es funktioniert, das Gärtnern. Die Teilnehmer werden das ganze Anbaujahr lang mit praktischen Anbau- und Pflegetipps sowie mit Gedankenimpulsen zum Thema Schöpfung begleitet. Wer bei der Kartoffelaktion mitmachen möchte, kann sich bis zum 2. März unter kartoffelaktion.de bewerben. Das letzte Schaf, immer wieder anders und nicht allein. So lautete das Motto der Weihnachtsbastelaktion der Caritas Augsburg, mit der in der Adventszeit Kinder zum Schafebasteln aufgerufen worden waren. Und hunderte von Kindern sind dem Aufruf gefolgt, mit beeindruckender Fantasie und Kreativität. In dieser Woche hat Caritas-Direktor Andreas Mack die Preise ausgelost. Ja, wir haben unsere Weihnachtsaktion für Kinder das 5. Mal gestartet und durchgeführt. Und es ist erfreulich. Wir waren letztes Mal zu ca. 350 Teilnehmerkinder. So waren es dieses Mal weit über 850 Kinder. Ein voller Erfolg. Schön, dass es den Kindern Spaß macht, dass sie sich mit Weihnachten auseinandersetzen und dass sie etwas von Caritas lernen. Die Gewinner bekamen unter anderem Tageskarten für das Legoland, Gutscheine für die Puppenkiste oder Eintrittskarten für den Augsburger Zoo. Mindestens ein Trostpreis war aber für jeden dabei. In der Wallfahrtskirche Maria Vesperbild bei Zimetshausen werden ab dem heutigen Sonntag Katechesen für Kinder angeboten. Einmal im Monat zwischen den beiden Sonntagsmessen um 9.30 Uhr können die Kinder außerhalb des schulischen Drucks in kindgerechter Weise den Glauben erfahren. Wallfahrtsdirektor Erwin Reichert sprach zum Auftakt über die Aufopferung Jesu im Tempel. Alle Kinder mit ihren Eltern und weiteren Interessierten sind dazu herzlich willkommen. Weitere Termine und Informationen finden Sie unter maria-vesperbild@bistum-augsburg.de. Und das waren die Nachrichten im Überblick. Bei uns geht es jetzt weiter mit einem Bericht über die Verwendung der Mehreinnahmen aus der Energiepreispauschale. Und wir zeigen Ihnen, was Schneeschuhe mit Exerzitien zu tun haben können. Wann haben Sie zuletzt jemandem Ihre Liebe gezeigt? Am kommenden Dienstag wäre eine gute Gelegenheit, das mal wieder zu tun. Denn der Valentinstag ist ein Fest der Liebe und weltweit bekannt. Mit Blumensträußen und Pralinen in jedem Schaufenster und Candlelight-Dinnern für Verliebte. Alles nur Kommerz und romantischer Kitsch also? Tatsächlich hat der Valentinstag aber einen religiösen Ursprung. Wir wollten von Ihnen wissen, welchen Stellenwert der heilige Valentin in Ihrem Leben hat. Ein schöner, bunter Blumenstrauß zum Valentinstag, der sagt, ich hab dich lieb. Pralinen, ein kleines Geschenk, warum auch nicht? Alles nur Geschäftemacherei oder ein Tag für die Liebe? Liebe ist doch wichtig. Darum halte ich ja vom Valentinstag für sehr viel. Da gibt es nur 364 andere Tage, wo man das machen kann. Aber es ist halt ein symbolischer Tag. Ist schön, dass es sowas gibt. Wir sind natürlich ein bisschen älteres Semester. Wir machen da nicht mehr so viel Brimborium rum. Aber ich meine, wir mögen uns so, wie wir sind, ohne viel großes Trara. Glauben Sie, dass Valentinstag heutzutage so kommerziell ist? Ja. Ja, absolut. Und warum? Ja, weil da wird wieder irgendwie was gesucht zum Verschenken und... Das kann man auch unterm Jahr machen, muss man nicht genau am Valentinstag machen. Soweit klar. Doch auf wen geht der Valentinstag zurück? Verwirrende Antworten für unsere englische Praktikantin. Was bedeutet Valentinstag für Sie? Also für mich ist es halt der Karl Valentin aus München, ein Supermann. Damals leider zu früh gestorben und verarmt. Aber er war ein guter Komiker und ist ein guter Tag für ihn. Kennen Valentin Sie? Habe ich schon viele Filme gesehen von ihm. Mit dem lustigen Vogel, mit der Little Carstadt. Ich weiß, dass es ein Heiliger war, der an dem Tag dann, glaube ich, gestorben ist. Und so ist dann der 14. Februar irgendwie der Tag des Valentins geworden. Ein Bischof, der Liebende getraut hat, heimlich. Genau so ist es überliefert. Am 14. Februar 269 nach Christus soll der heilige Bischof Valentin in Italien gestorben sein. Anderes aus seinem Leben ist nicht ganz so klar. Das weiß auch Pfarrer Max Bauer. Schließlich betreut er die Filialkirche St. Valentin in Katzenthal, einem Ortsteil von Affing im Landkreis Aichach-Friedberg. Es muss ihn gegeben haben,
Die Frage ist, gab es einen Valentin oder sind es zwei Valentins? Beide werden als Märtyrer verehrt. Von dem einen ist sehr bekannt, dass er für Kranke da war, dass er Kranke geheilt hat. Und der andere ist vor allem dafür bekannt, dass er Liebenden beigestanden hat, Paaren geholfen hat und dass er trotz Verbotes christliche Paare kirchlich verheiratet hat. Das schönste Geschenk, das man dem Liebsten oder der Liebsten machen kann, ist wohl, sich Zeit füreinander zu nehmen. Viele wollen ihre Ehe und Partnerschaft auch unter den Schutz Gottes stellen. Zahlreiche Segnungsgottesdienste im ganzen Bistum bieten dazu in der kommenden Woche Gelegenheit. Sich wertschätzen und das auch zeigen, das hätte dem heiligen Valentin und sicher auch dem Komiker aus München gefallen. Wahrscheinlich gibt es auch einen Gottesdienst in Ihrer Nähe. Gehen Sie doch gemeinsam hin. Von dem schönen Wort der Liebe kommen wir zum sperrigen Begriff Energiepreispauschale. Vielleicht erinnern Sie sich noch, im vergangenen September wurden 300 Euro an alle Arbeitnehmer ausgezahlt. Dieses Geld musste versteuert werden und deswegen fiel auch die Kirchensteuer höher aus. Für Bischof Bertram Mayer war von Beginn an klar, dass diese Mehreinnahmen an die Menschen weitergegeben werden, die Hilfe benötigen. Und damit wurde auch schon begonnen. Auf der Suche nach Möglichkeiten zur Energieeinsparung. Viele Menschen machen sich Gedanken darüber, wie sie ihren Strompreis senken können. Und oft werden sie fündig, denn ältere Geräte verbrauchen meist mehr als energieeffizientere neue. Aber in vielen Fällen reichen diese Einsparungen nicht aus. Sunny Strewe vom Katholischen Verband für Soziale Dienste, kurz SKM, berät Menschen mit diesen Problemen. Unsere Kunden kommen jetzt täglich fast, kann man sagen, und haben hohe Energieschulden und können plötzlich ihre Energieschulden nicht mehr zahlen. Und da können wir dank der katholischen Kirche, die uns eine gewisse Summe zur Verfügung gestellt hat, können wir helfen, Energieschulden, egal bei der SWA oder LEW, können wir die Energieschulden übernehmen. Von den insgesamt rund 3,6 Millionen Euro an Mehreinnahmen des Bistums sind bereits 1,25 Millionen an den SKF, den SKM und den bischöflichen Hilfsfonds Provita geflossen. Das Geld kann zielgenau dort verwendet werden, wo es am meisten gebraucht wird. Nicht nur zur Begleichung der Energiekosten. Und es steht den Verantwortlichen frei, das Geld sofort oder erst später zu verwenden. Wir haben nicht den Zeitdruck, das jetzt in 2-3 Monaten loszuwerden, sondern wir können wirklich gucken, Leute beraten. Wir müssen aber nicht Gießkanne machen, was ja oft dann auch zu Ungerechtigkeiten führt, sondern wir haben jetzt einfach ein Polster, um Menschen in den nächsten Monaten und vielleicht sogar 1-2 Jahren wirklich da zu unterstützen. Und das nimmt den Beraterinnen und uns viele Sorgen, weil wenn man tagtäglich konfrontiert ist mit der Not von Menschen und man kann gar nichts tun, das geht ja auch an die Substanz. Mehr Beratungsgespräche, höhere Unterstützungsleistungen oder der Ausbau des Wärmestubenangebots. Durch die Einnahmen aus der Energiepreispauschale werden Menschen, die Hilfe brauchen, unterstützt. Wie genau die restlichen rund 2,3 Millionen Euro Mehreinnahmen verwendet werden, darüber soll in Kürze entschieden werden. Viele Wege führen zu Gott. Einer geht über die Berge. Das hat der österreichische Bischof Reinhold Stecher mal gesagt. Und das trifft es ziemlich gut. Denn bei den sogenannten Bergexerzitien können die Teilnehmer durch die Bewegung im Gebirge, durch das Gebet und die Stille einen geistlichen Weg beschreiten. Und das geht natürlich auch jetzt im Winter. Wir haben eine Schneeschuhtour im Kleinwalsertal begleitet. Früh am Morgen macht sich die Gruppe auf den Weg und das bei Kaiserwetter. Die Schneeschuhe sind schon allen vertraut, jeder zieht sie selbst an und geht los. Am Fuße des Ifen startet die Gruppe ihre heutige Tagestour. Es ist der dritte von insgesamt 5 Tagen Bergexerzitien im Kleinwalsertal. Alfons Holzer leitet die Tour. Der 61-Jährige war von Anfang an dabei. Einer der Vorreiter bei dieser besonderen Form der Exerzitien. Dieses Sitzen im Kloster, das war mir immer zu lang und zu für mich unpassend. Deswegen suchten wir vor ca. 15 Jahren nach einer Form, wie wir Bergexerzitien mit Bewegung, nicht Bergexerzitien, Exerzitien mit Bewegung verbinden können und kamen auf diese Idee. Befreundeter
Theologe aus dem Bistum Freiburg, dem habe ich das mal vorgetragen. Ich habe es selber erlebt, bei langen Skitouren kommt sowas auf wie Spiritualität und Gedanken in diese Richtung. Und dann haben wir das einfach mal ausprobiert und dann gab es zwei Kollegen im Bistum München und Augsburg, der Knut Walder und der Helmut Betz. Wir trafen dann zusammen und dann haben wir diese Form von Exerzitien mehr oder weniger ins Leben gerufen. Seither gibt es ganz unterschiedliche Formen von Bergexerzitien, ob Wanderungen oder Hochtouren im Sommer bis hin zu Skitouren und Schneeschuhwanderungen im Winter. Alle Elemente, wie bei klassischen Exerzitien nach Ignatius von Loyola, sind hier trotzdem mit dabei. Die meditative Stimmung entsteht meist durch das konstante Gehen. Verbunden mit der Wahrnehmung der Natur wird die Schöpfung Gottes vergegenwärtigt. Die Schneeschuhe eignen sich dabei besonders auch für Anfänger. Das war der Grund, weshalb ich es angeboten habe mit Schneeschuhen von Anfang an, weil der Einstieg leicht ist. Also derjenige, der mit Bergschuhen gehen kann, der kann auch mit Schneeschuhen gehen. Also einfach, ich mache am Anfang der Tage immer eine Einweisung, dass sie etwas breiter gehen sollen, also so die Dinge, die man zu beachten hat. Aber ansonsten kann jeder, auch in dieser Gruppe sind jetzt wieder Menschen dabei, die noch nie auf Schneeschuhen standen. Ja. Die Gruppe kommt auch heute gut voran. Die Tour führt leicht bergauf in Richtung Schwarzwasserhütte. Schon nach kurzer Zeit sind die Wanderer fernab des Trubels dem Alltag entflohen. Zwischendurch gibt es für die 12 Teilnehmer immer mal eine kurze Rast mit einem geistlichen Impuls. Dabei steht heute das mit sich selbst in Kontakt kommen, sich selbst erfahren im Mittelpunkt. Doch konkrete inhaltliche Vorgaben gibt es nicht. Ich mache mir keinen festen Plan am Anfang der Tage, sondern ich versuche zu sehen und zu hören, was die Gruppe braucht, was die Umgebung hergibt. Und daran richte ich tatsächlich die Impulse aus. Ja, aber oben drüber steht schon immer die Begegnung mit mir selbst. Ich nenne es eine kreative Auszeit für Körper, Geist und Seele. Eine Auszeit, die wie üblich bei Exerzitien viel mit Stille zu tun hat. Daher laufen die Teilnehmer dieser Bergexerzitien schweigend. Gesprochen wird in diesem Fall nur morgens, abends sowie beim Mittagessen. Die äußere Stille der unberührten Natur soll mit einer inneren Stille in Einklang kommen. Die Stille ist deswegen auch wichtig, so glaube ich, weil wir sie eben im Alltag nicht mehr erleben. Und die Stille fordert geradezu heraus, sich mit mir, mit meinem Leben zu beschäftigen. Das sind immer wieder die Rückmeldungen, die ich auch bekomme, weil eben Stille und dann diese innere Stille, dieses Schweigen in Kombination setzt eben in aller Regel ein Nachdenken, ein zu mir selbst finden in Bewegung. Wenn ich mich im Außen beschäftige, was wir ja tagtäglich machen und machen müssen, dann ist das, glaube ich, selten möglich. Noch zwei weitere Tage bleibt die Gruppe der Schneeschuh-Bergexerzitien hier im kleinen Walsertal. Sie werden nochmals neue Wege gehen, Spuren hinterlassen. Im übertragenen Sinn kann das auch für so manchen Lebensweg richtungsweisend sein. Außerdem für viele sicherlich eine gute Möglichkeit, mit sich selbst und dadurch auch mit Gott in Kontakt zu kommen. Das war's von uns für diese Woche. Schön, dass Sie mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.